Ja, wenn zum Beispiel eine Mutter oder wir sind in einer modernen Gesellschaft, der Vater die Windeln wechselt. Und es kommt etwas von der Unreinheit zum Beispiel auf die Haut von dem Vater oder der Mutter. Müssen Sie den Wudu erneuern? Nein, Sie brauchen nur diese Unreinheit zu entfernen. Der Wudu selber wird hier nicht ungültig, wallahu ta'ala ala.